SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Gisela Greichen und Alexander Hesse zu ihrem Buch Geheimbünde, Freimaurer und Illuminaten, Opus Dei und Schwarze Hand. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Es gibt Seilschaften, es gibt kleine Zirkel, in denen sich mächtige Leute absprechen, und es gibt natürlich auch Geheimbünde. Hier muss man aber sehr genau unterscheiden, was völlig legitim ist, was eine Verschwörung und was Produkt einer Verschwörungstheorie. Was unterscheidet zum Beispiel einen Golfclub von Rotary oder einer studentischen Verbindung? Was ist Privatsache? Wo scheut jemand das Licht der Öffentlichkeit? Frau Greichen, Sie haben in dieser Sendereihe schon mehrere Bücher vorgestellt zu archäologischen und historischen Themen. Wie sind Sie denn auf dieses Thema Geheimbünde gestoßen? Ich hatte vor 2 Jahren einen Film gemacht über den Deutschen Orden, aber in Preußen. Und da kommt man natürlich ganz schnell zu den Johannitern und zu den Templern und hörte dann, dass in Paris eine Ausgrabung ist in der Rue du Temple, wo das Komturhaus, der Tempel der Templer eben, die Zentrale stand. Und das ist natürlich hochspannend, weil Templer hatten ja ganz viel mit Verschwörungstheorien und wo ganz viele Filme gibt es darüber und wo liegt der große Schatz und die Illuminaten, alle werden damit in Verbindung gebracht. Und der Deutsche Orden wiederum, den gibt es wirklich, das ist ja gar kein Geheimbund. Aber sehr schnell waren wir beim ZDF der Meinung, wir gehen jetzt voll auf die Geheimbünde, obwohl auch beim Deutschen Orden was sehr Spannendes ist. Die Patronin war ja die heilige Elisabeth, wir alle kennen diese wunderbare Geschichte, wo sie den armen Brot bringt in ihrem Korb und dann kommt der böse Landgraf, will mit ihr schimpfen und dann nimmt sie das Tuch weg und dann liegt da kein Brot, sondern da liegen denn Rosen, die sie nur verteilen will. Diese heilige Elisabeth hatte in Marburg ja ein Armenhospital gegründet, wohnte dort selber und die Ausgrabung ergab dann doch, was ich ganz spannend fand, gleich ist eben denn doch nicht gleich. Es gab nur in einer einzigen kleinen Kammer einen Ofen und es war natürlich doch die Kammer der heiligen Elisabeth. Sehr viel können wir durch Archäologie schon erfahren. Sie sind ja selbst Rotarierin. Das ist jetzt ein Club, das ist wahrscheinlich auch ein Netzwerk, aber es ist kein Geheimbund. Wieso? Es ist kein Geheimbund, weil wir geben offen zu, wenn wir Rotarier sind. Wir zeigen uns ja sogar genau wie Lions, der andere Service-Club, dass wir haben ein Revier, ein kleines Rad und jeder kann sehen, dass wir Rotarier sind. Es gibt keine geheimen Aufnahmezeremonien wie bei den Freimaurern. Wir müssen uns nicht in einem Sarg legen. Wir müssen nicht wie bei Skull and Bones uns bei der Aufnahmezeremonie im Schlamm wälzen. Wir tun Gutes, die Rotarier gehen auch damit an die Öffentlichkeit. Endpolio Now ist zum Beispiel etwas, das die Organisation versucht aus der ganzen Welt. Arbeiten wir daran, Bill Gates tut die andere Hälfte dann dazu, um Polio auszurotten und sind da ja auch schon sehr weit gekommen. Es gibt kein Konfliktpotenzial mit den Angehörigen, die werden gerne dazugenommen. Inzwischen, man denke, gibt es sogar Frauen, die bei Rotary aufgenommen werden können. Das ist ja bei den Freimaurern zum Beispiel nicht der Fall. Herr Hesse, Sie schreiben im Buch ja unter anderem über Verschwörungstheorien. Das ist ja ein ganz schwieriger Begriff. Wie findet man denn eigentlich gesicherte Fakten zu realen oder eben vermeintlichen Verschwörungen? Ja, das ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich, denn wenn die Faktenlage besonders umfangreich und wissenschaftlich gesichert ist zu einem bestimmten Ereignis, dann fällt dieses Ereignis ja eigentlich raus aus der Liste der Verschwörungstheorien. Also nur dort, wo Lücken sind, wird es interessant. Das Fehlen von Beweisen ist der Beweis. Wir haben ja beispielsweise alle die Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers fliegen sehen und es besteht kein Zweifel daran, was die Hochhäuser zum Einsturz brachte. Wenn man dann aber sieht, wie World Trade Center 7, also der dritte Turm, einstürzte, dann müssen Zweifel aufkommen. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand, weil dieses Gebäude ungeheuer akkurat zusammenfiel. Und wenn man auch weiß, dass nach der Mondlandung Hunderte von Kisten von Ton- und Filmmaterial verschollen sind, dann muss man einfach skeptisch werden, nachfragen dürfen, nachforschen, natürlich sich auf die Literatur beziehen und sich auf das eigene Gespür verlassen. Ich habe mal beim ZDF angefangen, beim Heute-Journal, habe da das journalistische Handwerk gelernt, mache jetzt seit vielen Jahren, arbeite ich an Dokumentationen und ich muss schon sagen, dass die Verschwörungstheorien
besonders anspruchsvoll sind, weil einfach ein Meer an Material vorliegt und das Internet ja überquillt vor Diskussionen und Spekulationen. Ich bin da über ein Zitat gestolpert, das mir gut gefallen hat. Ein Vertreter der Wissenschaft meinte zu diesem ganzen Komplex, naja, der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig. Das Problem ist natürlich, dass man nie so richtig weiß, was eine wirkliche Verschwörung ist. Das entdeckt man oft erst sehr viel später. In meiner Jugend zum Beispiel wurde der Vietnamkrieg angefangen mit einem inszenierten Zwischenfall, der sich als Lüge herausgestellt hat, wie später beim Irakkrieg. Beides hätte man am Anfang als Verschwörungstheorie bezeichnet. Inzwischen wissen wir, es waren wirkliche Verschwörungen. Und das macht die Sache ein bisschen schwierig. Ja, absolut. Ich meine, es wird erst was verlautbart, was sehr eingängig klingt, dem man folgen kann, und im Laufe der Zeit stellt sich dann was komplett anderes raus. Das muss ja unsere Sinne unheimlich schärfen. Also der Tonkin-Zwischenfall spricht Bände, auch dann, ich meine, es war ja nicht nur 2003 der Irakkrieg, sondern schon der erste Golfkrieg, als eine unglaubliche Zensur stattfand. Da ging es schon darum, welche Journalisten werden eigentlich ausgesucht. Und das, was berichtet wurde, wurde dann wiederum zensiert. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an die sogenannte Brutkastenlüge erinnern kann, als irakischen Truppen vorgeworfen wurde, Babys aus Brutkasten gerissen zu haben. Tatsächlich war das eine gezielte Desinformation. Das war eine New Yorker PR-Agentur, die diese Information verbreitet hat im Auftrag der amerikanischen Organisation, die hieß Citizens for a Free Kuwait. Die Tochter des Botschafters hat vor dem Kongress ausgesagt als Krankenschwester. Also das ist schon in der Nachbetrachtung wirklich ungeheuerlich, was da alles passiert. Frau Greichen wollte was ergänzen. Ja, wir sehen ja im Moment auch gerade, wenn wir die Nachrichten gehört haben, dass wir mitten auch in einer Verschwörungstheorie stecken. Gehen Sie mal ins Internet, da sehen Sie ganz genau, wer diesen Flug MH entführt hat. Das waren natürlich die Aliens, wenn Sie dem Internet glauben wollen. Und wenn Sie bedenken, dass es ja nicht nur diese Verschwörungstheorie gibt, dass die Amerikaner nie auf dem Mond waren, sondern es gibt ja die weitergehende Verschwörungstheorie Apollo 18, die hat, glaube ich, inzwischen 60 Millionen Aufrufe. Apollo 18 soll bedeuten, dass es eine Mission auf den Mond gab, von der wir nichts wissen, weil die Astronauten auf der Rückseite des Mondes waren, den wir bis jetzt noch nicht so gut erforscht haben. Und auf wen treffen sie da? Natürlich auf die Aliens. Die bringen sie um. Und deswegen kommen die Astronauten nicht zurück zur Erde. Es gibt da natürlich auch wieder ein paar Dinge, die sehr seltsam sind, dass alle drei Astronauten angeblich bei Verkehrsunfällen dann gestorben sind. Und deswegen finden wir im Internet natürlich ganz klar die Erklärung, wo dieses Flugzeug ist, eben von Aliens geraubt. Ja, oder was ich auch noch jetzt zuletzt gelesen habe über MH370, das war ausgerechnet die 404. Boeing des Typs 777. So, und jetzt wird die 404 natürlich sofort von Verschwörungstheoretikern kritisch betrachtet. Und dann wird gesagt, na klar, das ist doch der berühmte Internetfehler, dieser HTTP-Fehler 404, der die unauffindbare Seite beschreibt. Also da muss es einen Zusammenhang geben. Auch dazu habe ich gelesen, dass Angestellte eines Datenspeicheranbieters an Bord gewesen sein sollen, die wiederum durch die Papiere von Edward Snowden belastet werden und so weiter. Also man merkt schon, sobald man etwas nicht weiß, wird alles Mögliche reininterpretiert. Kommen wir mal zu etwas Handfesterem, was auch hier mit der Region zu tun hat, nämlich dem Mithras-Kult. Das war ein Mysterienkult aus dem Orient, der eine Zeit lang, habe ich in Ihrem Buch gelernt, wirklich genauso stark war wie das Christentum und der hier im Saarland, am Hallberg gibt es eine Mithras-Grotte und Schwarzenerde ist auch nicht weit weg, sehr aktiv war. Der Mithras-Kult war gleichbedeutend um Christi Geburt mit dem Christentum. Es ist in mehreren Abhandlungen ja beschrieben, dass es ein Zufall eigentlich ist, der aber erklärbar ist, warum wir heute Christen sind und kein Mithras-Anhänger. Es war ein bunter Marktplatz zu der Zeit von verschiedenen Religionen, vielleicht vergleichbar mit dem Amerika von heute. Wenn Sie dort eine Autostraße entlangfahren, haben Sie rechts und links ja auch diese Reklame der verschiedenen Prediger. Sie haben die verschiedenen Fernsehstationen. Und so war das vor 2000 Jahren. Es war eine Zeit des Umbruchs.
ganz wichtig, dass gerade in diesen Zeiten neue Bünde entstehen. Man möchte jetzt nicht das Christentum als Sekte bezeichnen, wie es ja viele andere tun. Wir hatten dort viele Bünde, viele Sekten in Anführungsstrichen. Zwei davon waren der Mithraskult und waren der Christuskult, um es mal so zu nennen. Warum hat das Christentum gesiegt und nicht die Mithras-Anhänger, die etwa gleich stark waren? Wir hatten einmal die berühmte konstantinische Wende, wo Kaiser Konstantin in der Nähe von Rom an der Wilfischen Brücke gesiegt hat unter dem Zeichen des Christus, was natürlich eine ganz wunderbare Geschichte ist. Man fragt sich, wo man 40.000 Farbeimer und Pinsel herbekam, um schnell das Christuszeichen auf das Schild zu malen über Nacht. Aber das ist ganz typisch. Das Christentum hat ganz wunderbare Geschichten zu erzählen. Ich selber kann mich erinnern, dass ich als Kind gerne und mit Begeisterung sonntags morgens genau um diese Zeit jetzt in die Kirche gegangen bin und den Kindergottesdienst mir angeschaut habe. Es waren Gleichnisse, es waren Geschichten. Ja, und nicht zu vergessen, die Christen waren besser organisiert und sie waren wesentlich intoleranter. Sie waren hatten den einzigen Gott und aber es kam noch was hinzu, sie haben auch Frauen zugelassen, Mithraskult, wie die Freimaurer haben eben, war ein reiner Männerkult, auch beide, muss man ganz klar sagen, ein Geheimbund, auch bei den Christen waren keine Fremden bei der Einweihung, also Taufe und Abendmahl zugelassen. Hier sind jetzt schon ziemlich viele Anrufe eingegangen. Sie können sich mit Fragen an die Autorin und an den Autor beteiligen, indem Sie hier anrufen unter 0681, also der Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sie können auch, wenn Sie nicht durchkommen, eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Bei den sogenannten Bilderberg-Konferenzen, jährlichen informellen privaten Treffen der einflussreichsten Personen aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien, Hochschulen und Adel, wird, wie man munkelt, die Marschrichtung von Wirtschaft und Politik in wesentlichen Zügen vorgegeben. Manche sehen in den sogenannten Bilderbergern, deren Beschlüsse und Einigungen übrigens nie bekannt gegeben werden, sogar eine Art unsichtbare Weltregierung. Welche Bedeutung messen Sie den Bilderberg-Konferenzen bei? Eine große Bedeutung, da haben Sie ganz sicher recht. Wir haben dort Helmut Schmidt, wir haben Kissinger, Frau Merkel ist öfter dort und der ist auch geheim. Insofern, dass zum Teil Journalisten, wenn sie herausbekommen haben, wo sie tagen, der Tagungsort verlegt wird. Auf der anderen Seite können sie die Bilderberger, die ohne Zweifel sehr viel Einfluss haben, gerade auch wirtschaftlich, politisch, sicher nicht in die Ecke von Geheimbünden schieben. Es gibt keinen festen Mitgliedsstamm. Frau Merkel zum Beispiel ist ab und zu nur eingeladen. Es gibt keine Aufnahmerituale, keine geheimen. Insofern macht ja Geheimbund nein. Hören wir gleich noch einen Anruf. Würden Sie auch die Mafia, die Camorra, die chinesischen Triaden oder den Ku Klux Klan den Geheimbünden zuordnen, auch wenn es sich dabei eindeutig um kriminelle Organisationen handelt? Finden sich kriminelle Strukturen auch in religiösen Geheimbünden? Dem Opus Dei beispielsweise wird eine starke Rechtstendenz sowie auch ein Demokratiegefährdungspotenzial nachgesagt. Opus Dei steht ja sehr stark in der Kritik, das stimmt, aber Sie brauchen gar nicht so weit zu gehen. Gehen Sie in die Freimaurerloge P2 in Italien. Berlusconi hat ja unter Eid ausgesagt, er sei kein Mitglied gewesen. Gewesen muss man sagen, weil P2 ja offiziell verboten ist. Natürlich lebt sie weiter in P3 und in P4. Berlusconi hat da eindeutig einen Meineid geleistet. Es ist inzwischen seine Urkunde auch mit seiner Unterschrift aufgetaucht. Er ist Mitglied von P2. P2 hat den Deckmantel einer bürgerlichen Freimaurerloge genommen, um ja doch kriminelle Machenschaften, von denen Sie gerade sprachen, auszuüben. Denken Sie an die Ermordung von Moro, glaube ich, es war 78 oder aber auch 80 in Bologna, wo 89 Menschen diesen Attentat da im Bahnhof umkamen. Man weiß inzwischen, dass P2 vom CIA unterstützt wird, schon damals mit monatlich 10 Millionen Dollar im Monat, was damals wirklich sehr, sehr viel Geld war, um den Kommunismus Einheit zu bieten in Italien. Spannend daran ist dann wiederum die Verbindung zu dem Studentenbund Skull and Bones, der sicher ein sehr einflussreicher, heute existierender Geheimbund ist, weil nämlich der auch gleichzeitig als Kaderschmiede für die CIA gilt. Wenn man bedenkt, dass
Bush Junior der Präsident Scalabrine ist, Bonesman nennen sie sich, dass der Vater Bonesman war und gleichzeitig vorher oder auch hinterher. Auch Kerry, der jetzige Außenminister. Kerry, der Außenminister, aber der war eben, ich wollte noch mal kurz auf den Vater gehen, weil der war CIA-Chef. Und wenn man bedenkt, ist dieses CIA, dann wiederum P2, die Freimaurerloge unterstützt. Ja, Kerry, der Außenminister, der jetzige, ist auch Bonesman. Und es ist insofern ganz spannend. Es gab ja im Vorwahlkampf zwischen Kerry und Bush, also dem Demokraten und dem Republikaner, gab es ja Talkshows, wo die beiden aufeinander stießen. Und der Moderator fragte auch, sie sind doch beide Bonesmen. Betretenes Schweigen, alle gucken so ein bisschen durch die Gegend, ich habe die Aufnahmen und dann sagen beide, ja, darüber sprechen wir nicht, zum Teil verlassen sie das Studio, sobald der Name fällt. Also Kerry, der durch die Welt reist, der nach Syrien, der jetzt in der Ukraine war, ist ein Bonesman, die wiederum stark mit der CIA zusammenhängt und die wiederum mit der Freimaurerloge P2, die wiederum ja mit der Mafia zusammenhängt und dem Vatikan. Da haben wir wirklich alles zusammen, was wir nur wollen. Also Herr Hesse, was Ihre Kollegin da sagte, Ihre Co-Autorin, klingt jetzt wieder ganz enorm nach Verschwörungstheorie. Ja, aber so ist das, wenn die Türen verschlossen werden und die Öffentlichkeit einfach nicht erfährt, was dahinter passiert, welche Absprachen getroffen werden. Und gerade die Bonesmen sind ja höchst verschwiegen. Das muss man vielleicht dazu sagen, als Studentenbund an der Yale-Universität, also einer sehr angesehenen amerikanischen Universität. Ganz genau. Und das, was Gisela Greichen eben sagte, dieses Gespräch im Fernsehstudio, es gab auch noch andere Interviews, wo sie konkret gefragt wurden. Und beides Mal, beide Personen haben kein Wort dazu gesagt, sich nicht geäußert, nur immer diesen einen Kommentar, das ist geheim. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Spekulationen hochschießen. Also insofern hat Thomas Mantey aus Gießen, der nämlich auch genau nach diesen Skull and Bones fragt, wohl recht. Da geht es wirklich um einen Geheimbund. Und zwar nicht um eine Verschwörungstheorie, sondern wirklich einen echt real existierenden Bund. Es wird ja auch von vielen Journalisten darauf hingewiesen in Amerika, dass ein eher mittelmäßig begabter, dem Alkohol nicht abgeneigter Mensch wie George W. Bush Präsident der größten Macht der Welt werden kann. Und wir haben noch nicht so viel über die kriminellen Vereinigungen geredet wie die Mafia und so. Die sind ja nach allen Strukturen A geheim und ich habe mir die Kriterien mal angeguckt, das passt eigentlich alles auf die Mafia und an andere kriminelle Organisationen. Das ist ja genau das, worüber wir gerade sprachen mit P2 und die mit der Mafia, ja, Bank muss man ja sagen, die zusammen mit der Vatikanbank arbeitet. Eine Verschwörungstheorie sagt natürlich auch, dass dieser 33-Tage-Papst auch deswegen ermordet worden ist, weil er diese Strukturen zwischen Mafia und Vatikanbank auflösen wollte. Wir können nur hoffen, dass der jetzige neue Papst länger lebt als der 33-Tage-Papst. Spannend daran ist ja auch, wir wissen bis heute nicht, ob dieses Gemunkele, dass er ermordet ist, stimmt, weil sowohl der Vatikan als die Familie verweigern eine Obduktion. Mhm. Eine ganz wichtige Sache, die wir jetzt noch nachtragen müssen, ist etwas zu den Freimaurern. Denn wir haben bis jetzt nur über diese kriminelle Loge gesprochen, aber die überwältigende Mehrheit der Freimaurer gehören keinen kriminellen Logen an. Sie kennen ja selbst welche. Ja, das ist ganz spannend gewesen, als ich versuchte, den Kontakt zu Freimaurern herzustellen. Bewusst kannte ich keinen, fragte einfach mal so rum und dann stellte sich heraus, der eine oder andere, man munkelt das und so. Ich hatte dann versucht, ob Helmut Schmidt vielleicht Freimaurer ist, weil er vor 10 Jahren zum Jubiläum in Hamburg die große Rede gehalten hatte, wo er den Freimaurern auch riet, in die Öffentlichkeit zu gehen, gerade wegen dieser Verschwörungstheorien über die Freimaurer. Bis dahin hieß das Amt für Öffentlichkeit, hieß also Amt für Abwehr und Helmut Schmidt in seiner Rede öffnet euch und das tun sie auch ein bisschen, deswegen hatten wir auch das Glück, filmen zu dürfen. Und es stellte sich heraus, dass der oberste Schatzmeister, der Zentrale von allen Freimaurerlogen, dass ich den seit 30 Jahren kannte, das war nämlich mein Versicherungsagent, der aber nie darüber gesprochen hatte. Und das war natürlich ein ganz großes Glück. Dann kam aus Rostock Professor Templin, ein Medizinprofessor, der im Moment der oberste Großmeister ist, der Freimaurer, kam zu mir nach Hamburg, wurde ich also von verschiedenen, was sind da, 5 Herren, die mich begutachteten, ob wir das auch ordentlich machen würden. Und ich kann nur sagen, der eine Versicherungsagent, der eine ist Medizinprofessor, der andere ist Wirtschaftsprüfer. Und ich habe so ein kleines Häuschen, wo ich neulich einen Mieter für suchte.
Und dann stellten sich verschiedene vor und dann kam einer, dem normalerweise man nie das anvertraut hätte, weil er schon den Offenbarungseid hatte leisten müssen. Ich nenne ja keinen Namen, deswegen darf ich das jetzt erzählen. Und dann kam irgendwie drum, an welchem Buch ich jetzt arbeite und Freimaurer. Ach, ich bin auch Freimaurer. Daraufhin habe ich ihm das gegeben. Das ist ja 2 Jahre her und ich habe noch nie einen so ordentlichen Mieter gehabt. Aber Herr Hesse, die Freimaurer, das steht ja auch in Ihrem Buch, sind übrigens ähnlich wie die Juden, die idealen Objekte für Sündenbock-Geschichten und auch für Verschwörungstheorien. Ja, absolut. Also insbesondere die Juden müssen immer wieder herhalten. Da gibt es dieses unsägliche Buch, die Protokolle der Weisen von Zion. Das wird immer wieder nach vorne gezerrt. Das ist schon fast unerträglich. Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie also die Weltherrschaft anstreben, zuletzt nach 9/11. Da wurde ihnen ja vorgeworfen, also eine jüdische Geheimorganisation stecke hinter den Anschlägen, Al-Qaida hätte das nie alleine machen können und zack waren diese Protokolle der Weisen von Zion wieder gezückt. Der Inhalt ist so einfach wie niederträchtig, die Juden sind Drahtzieher und an allem Unheil der Welt schuld. Das Buch ist Gott sei Dank in Deutschland auf dem Index für jugendgefährdende Schriften. Und um es auch nochmal hier ganz deutlich zu sagen, das ist reine Fiktion, eine plumpe Lüge, die schon in den 20er Jahren aufgedeckt wurde. Mhm. Da wurde rausgefunden, dass diese Schrift in Russland mal in Auftrag gegeben wurde. Im 19. Jahrhundert war ja in Russland die Judenfeindschaft gewaltig. Der zaristische Geheimdienst Okhrana ließ diese Protokolle verfassen. Da wurde Seite für Seite abgeschrieben, und zwar aus einem Buch von einem französischen Autor, der dort Machiavelli und Montesquieu in einem sogenannten Totengespräch. Also ein fiktiver, auch satirischer Text zum Teil. Ganz genau. Mhm. Und wirklich vollkommen fiktiv. Da wurde dann etwas dazu gedichtet und daraufhin wurde das Buch in Russland zu einem Bestseller und gelangte über die Auswanderer in alle Welt. Mhm. Es gab dann sogar mal einen Gerichtsprozess in der Schweiz. Da wurden Zeugen verhört, die Teilnehmer waren des ersten zionistischen Weltkongresses 1897, weil gesagt wurde, naja, bei diesem Weltkongress ging es eben nicht um die Schaffung eines Staates für die Juden in Palästina, sondern es ging um diese Strategie zur Erlangung der Weltherrschaft. Und da wurde dann rausgestellt, nein, hier ist Schluss, das ist eine Fälschung und eine Schundliteratur. Und doch, das Buch erlebt immer wieder eine Renaissance. Also ich war ganz platt bei der Recherche, dass es also in der arabischen Übersetzung mittlerweile in der 60. Auflage ist. Und dass sogar eine Telenovela in Ägypten läuft über 41 Folgen, diese Protokolle, also unglaublich. Hans Mehringer aus Bochum spricht in einer Mail den Ku Klux Klan an und auf ihrem Buchcover ist unten so eine Reihe von vermummten Menschen mit so hohen spitzen Hüten. Das sieht so ein bisschen nach Ku Klux Klan aus, ist es aber gar nicht. Nein, das ist es nicht. Das ist die Karfreitagsprozession und auch Osterprozession in Granada. Ich war voriges Jahr zu Ostern dort und fand es unendlich eindrucksvoll, diese Prozession mit dieser entsprechenden Musik dazu, und hat mit dem Ku Klux Klan, auch wenn es so aussieht, denke ich mal, nichts zu tun. Hier ist noch eine Frage gekommen aus Kaiserslautern von Herbert Feeth, der danach fragt, wie diese Geheimbünde ihre Mitglieder eigentlich rekrutieren, denn da es ja geheim ist, kann ich jetzt nicht irgendwo einen Antrag einfach stellen. Das ist eben, was Helmut Schmidt den Freimaurern zurief, um mal dieses Beispiel der Freimaurer zu nehmen, öffnet euch. Es ist inzwischen so, dass es in jeder Stadt, in jeder größeren Stadt gibt es ja Freimaurerlogen. Meistens ist auch bekannt, wo das Gebäude liegt, was innen drin passiert, weiß man weniger, diese Aufnahmerituale. Was neuerdings passiert ist, dass auch Frauen dort hinein dürfen, keine vollwertigen Freimaurer, Mitglieder, aber immerhin, es gibt Abende für Gäste. Ich weiß, auch ich bin angefragt worden, ob ich mich interessierte. Da ich aber Rotarierin bin, war ich nicht interessiert, Freimaurer zu werden. Aber ich weiß, dass einer unserer anderen Mitarbeiter gerade einen Vortrag vorige Woche in einem Hamburger Freimaurerloge gehalten haben. Das heißt, dass Gäste eingeladen werden, die dürfen natürlich nicht bei dem Aufnahmeritual dabei sein. Das ist nur für die Eingeweihten.
Eine ganz andere Frage, die Sie aber bestimmt auch gut beantworten können, ist, warum Leute überhaupt in solche Clubs oder Geheimbünde und so weiter gehen. Also ich meine, zum Teil natürlich bestimmt aus Geschäftsinteressen, man lernt da interessante Leute kennen, knüpft vielleicht Kontakte, gut, baut ein Netzwerk auf. Das haben Sie natürlich in jedem Golf- und Rollerclub auch. Natürlich. Aber was geht denn darüber hinaus? Also ich frage mich wirklich, warum ich in einen Club gehen sollte, wo es so ein Aufnahmeritual gibt, so ziemlich im Dunkeln. Ich weiß ja nicht genau, wie es dazu geht. Oder wo ich mich, wie Sie sagten, im Schlamm wälze. Ich finde das ein bisschen kindlich. Ja, das heißt, dass es ihnen gut geht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich habe mal ein Buch über die neuen Hexen geschrieben und bekam hinterher wirklich waschkörbeweise Post, wie man zu diesen Hexengruppen, den neuen Hexen, Kontakt haben könnte. Und immer wieder fiel der Satz, weil ich bin dann nicht mehr allein. Also man hat das Gefühl, dass gerade in Zeiten der Umwälzung diese Bünde Konjunktur haben, in Zeiten, wo die Kirchen vielleicht kein Seelenheil mehr vermitteln und der Staat einem auch nicht mehr die großen Ideale vorgibt, die Großfamilien gibt es nicht mehr. Ein Vakuum zieht immer etwas an. Gerade in solchen Phasen, in solch einer Phase sind wir. Bei uns ist es jetzt das Esoterische, was viele Leute anzieht, das gerade das Geheimnisvolle, gerade dass man nicht ganz genau weiß, was passiert da eigentlich tatsächlich. Bei Skull and Bones wird zum Beispiel erwartet, dass sie vor allen anderen masturbieren, dass sie ihre sexuellen Geheimnisse geben. Es wird alles aufgeschrieben, sodass die Skull and Boner auch Material haben, um jemanden zu erpressen. Ja, was ist die Anziehung? Es zieht, das Geheimnisvolle zieht an, das Gefühl, ich bin nie mehr allein, ich bin in einer Gruppe. Ich bin auch was Besonderes. Ich bin was Besonderes, ich habe ein Wissen, was andere nicht haben. Im Privaten und Beruflichen wird mir beigestanden. Ich bin in einer Gemeinschaft, ich bin auserwählt. Ich bin, dass ich aufgenommen werde, bin ich da auserwählt, ich gehöre zu einer Elite. Gisela Greichen und Alexander Hesse zu ihrem Buch Geheimbünde. Hören wir noch einen Anruf. Wie kann man Mitglieder von Geheimbünden und Logen erkennen? Ist dies überhaupt möglich? Gibt es versteckte Logos, die offen getragen werden, die aber nur Insider erkennen können? Es gibt Handzeichen und auch Bewegungen, an die man erkennen kann, ob einer zum Beispiel Freimaurer ist. Außenminister Stresemann ist ein typisches Beispiel. Der hatte eine gewisse Fußstellung bei seiner Rede, seiner berühmten vor der Weltwirtschaftsunion damals. Und es gibt diese Bewegung, dass man so mit der flachen Hand über dem Kinn streicht oder unter dem Kinn entlang streicht, was immer es bedeuten möchte. Zum einen schweigen, zum anderen sei vorsichtig, wie du verrätst was. Es gibt bestimmte Hinweise, wenn man die Hand gibt, wie man die Hand gibt. Dieses alles ist längst nicht mehr geheim, weil alles im Internet auch verraten ist. Wer sich wirklich dafür interessiert, nochmal, es gibt in jeder Stadt gibt es Logen, die gerne Gäste auch mal einführen. Das ist alles gar nicht mehr so geheim in Zeiten von Twitter und Facebook und Internet. Herr Hesse, Sie haben bestimmt wie ich auch die Bücher von Dan Brown gelesen, also Sakrileg, Da Vinci Code und was es da so alles gab. Sehr spannende Bücher, habe ich auch mit großem Vergnügen gelesen, aber einiges, was da drin ist, ist sehr plausibel, aber anderes geht dann schon in Richtung von alle möglichen Theorien. Ja, das ist eine ganz große Mixtur von allem, aber sehr, sehr spannend geschrieben. Ich wollte noch mal ganz kurz referieren auf diese Faszination Geheimbund und weil Sie sagten Aufnahmerituale. Ich habe das selber auch mal am eigenen Leibe erlebt, nämlich bei der Bundesmarine. Ich war also auf so einem Schiff und wenn man dazugehören will, muss man sich erstmal einem Aufnahmeritual stellen. Das geht dann auch weiter, dass wenn man irgendwie in den besonders in den Süden oder in den Norden fährt, gibt es dann eine Äquatortaufe oder eine Polartaufe. Die ist fürchterlich, also wirklich ekelerregend. Unfassbar, dass man sich dem aussetzt und aussetzen muss vielleicht sogar. Also da ist ein gewisser Druck dahinter. Aber was passiert danach? Das ist eine gemeinsame Erfahrung, das hat eine Exklusivität und schweißt unheimlich zusammen. Und so stelle ich mir das auch ein bisschen vor für diese ganzen Geheimbünde und Geheimorganisationen. Trotzdem möchte ich noch gerne etwas zur Blutlinie Jesu hören von Ihnen. Die Blutlinie, oder von Frau Greichen, wie Sie wollen. Ja, die Blutlinie Jesu unterstellt, dass Jesus mit Maria Magdalena ein Kind oder vielleicht sogar mehrere Kinder hatte und sozusagen der König der Könige weitergelebt hat und
Naja, und dann gibt es Vereinigungen, die sich dann darum gekümmert haben, dass diese Blutlinie geschützt wird. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es den Tatsachen entspricht. Aber es ist natürlich eine spannende Geschichte, die Dan Brown ja nicht umsonst ein Millionen-Leserpublikum geschaffen hat. Aber das typische Beispiel, wie bastle ich mir eine Verschwörungstheorie? Jeder Mensch kann sich eine Verschwörungstheorie basteln. Sie nehmen ein paar bekannte Namen, sie machen einen Fund in einer berühmten Bibliothek. Und dann passt alles schön zusammen. Sie reißen aus dem Zusammenhang ein paar Zitate von bekannten Menschen und daraus basteln sie sich also was ganz Wunderschönes. Jeder Zuhörer im Moment kann es ruhig mal probieren. Stellen Sie das Internet, Sie werden sich wundern, wie viel Follower Sie schon in der nächsten Woche haben. Dan Brown hat eine lange als reine Theorie aufgelöste Geschichte genommen, und zwar eines Plantar hieß der Mensch in 50er Jahren. Hat er hineingeschmuggelt nach Paris in die Nationalbibliothek eine Liste von Mitgliedern der Priory de Sion. Und darum hat er so Verschiedenes herumgebastelt. Ein Priester in einem kleinen Ort, nämlich Sion, was für ihn dann wiederum Zion bedeutet natürlich. Und er ist plötzlich zu ganz viel Geld gekommen. Warum ist er zu viel Geld gekommen? Weil er das Geheimnis entlarvt hat, weil er einen Schatz gefunden hat und den Schatz der Templer natürlich. Das spielt dann alles ganz gerne damit auch rein. Dass es alles nicht stimmt, das ist längst entlarvt worden, wusste Dan Brown natürlich längst, als er sein Buch Sakrileg schrieb. Trotzdem behauptet er im Vorwort, dass es diesen Geheimbund Priory de Sion gibt und dass er immer noch existiert. Ich habe eine Ausgabe vom Sakrileg, wo hinten ein Gespräch mit ihm ist, wo er auch nochmal in diesem Gespräch sagt, ja, diesen Geheimbund gibt es und er existiert immer noch. Er weiß natürlich, dass es längst entlarvt ist. Noch eine telefonische Frage bitte. Welche der Geheimbünde sind religiösen bzw. politisch-wirtschaftlichen Ursprungs und auch in Diktaturen erlaubt? Gibt es weibliche Mitglieder? Weibliche Mitglieder gibt es zum Beispiel bei den Freimaurern. Sie werden aber trotzdem nicht als vollwertige Mitglieder anerkannt. Ein großes Problem sind die weiblichen Mitglieder für die Skull and Bone in Yale an der Universität. Da sind sie auseinandergebrochen. Es gab dann zwei verschiedene Gruppen, die dann auch eingebrochen sind in dieses Haus, was so ganz halb ohne Fenster, innen drin nur Skelette und Knochen. Hier haben wir eher das politisch-wirtschaftliche Machtvolle. Auf der anderen Seite haben wir natürlich sowas wie Opus Dei, die ihre Macht ja auch mit Religiösen verbinden. Aber es ist ja ganz interessant, die Frage auch nach den politischen Zusammenhängen, denn ein Diktator wird es natürlich nicht gerne haben, wenn ein Geheimbund in seiner Umgebung ist, den er nicht wirklich kontrollieren kann. Es war ja auch im Dritten Reich die Freimaurer ja auch verboten. Also ja, in Hamburg gegenüber der Oper in der Welkerstraße, das älteste Logenhaus, es wurde also im Dritten Reich abgerissen, übrigens nicht mit der Abrissbirne, sondern Stein für Stein, ganz vorsichtig. Die SS hat es beobachtet, den Abriss, da gibt es also Aussagen, angeblich auf der Suche nach dem Templerschatz auch hier. Ja, und ich meine, bei Opus Dei ist es ja auch so, wenn die nicht so staatstragend wären, wenn die zum Beispiel mit Franco und seiner Diktatur nicht so eng und gut zusammengearbeitet hätten, hätte man auch sowas wahrscheinlich verboten. Ja, oder nehmen Sie die P2 mit Berlusconi. Hören wir gleich noch einen Anruf. Da gab es den sogenannten Roswell-Zwischenfall in den USA, wo ein UFO angeblich gefunden worden ist mit Außerirdischen. Und meines Erachtens ist dieser Fall aufgeklärt worden, aber er taucht immer wieder auf. Wie sind die heutigen Erkenntnisse dazu? Ja, Herr Hesse. Ja, der Roswell-Zwischenfall, der hat 1947 für wirklich Furore gesorgt. Das ist vielleicht eine der berühmtesten Pressemeldungen aller Zeiten, weil eine offizielle Stelle da verlautbart hat. Also wir haben eine fliegende Untertasse erbeutet auf einer Ranch im Gebiet von Roswell. Da gab es einen Mann, einen Ranger, der hätte sich auch nicht träumen lassen, dass er mal sein Vieh checken würde nach einem großen Gewitter und dann undefinierbare Trümmerteile findet. Federleicht, nicht brennbar. Der hatte einen Taschenmesser dabei, dieser Cowboy, und konnte dieses Material einfach nicht durchschneiden, hat dann die Behörden alarmiert. Und die haben daraufhin nach einigem Hin und Her diese Pressemeldung rausgegeben. Ab dann war natürlich die Welt aufgeschreckt und
das amerikanische Militär umso mehr. Dieser Ranger wurde dann vom Militär festgesetzt, war 8 Tage nicht zu erreichen und er hat seine Darstellung dann im Laufe der Zeit, heißt es im Nachhinein, komplett verändert. Heute weiß man, dass es ein Wetterballon gewesen sein soll, der da hochgestiegen ist. Dieses Projekt heißt Mogul, also Höhenfluggeräte wurden da gestartet mit Radarreflektoren. Die sollten in der Stratosphäre Schockwellen identifizieren, also für Überschallraketen oder auch Atombombenversuche sollten da identifiziert werden. Dieses ganze Projekt war damals überschrieben mit Top Secret A1, also darüber durfte überhaupt niemand was wissen. Und Flug 4 von diesem Projekt Mogul geriet außer Kontrolle und ist abgestürzt und diese Trümmer hat wohl William Brazel, dieser arme Ranger, da gefunden. Dienen die Geheimbünde an den amerikanischen Universitäten dazu, eine Elite, insbesondere eine Politikerelite, heranzuzüchten, die die Bevölkerung über die technischen Entwicklungen des militärisch-industriellen Komplexes im Unklaren lässt? Vermitteln Geheimbünde wie beispielsweise Skull and Bones mit einem Clubheim in einer Gruft ihren Mitgliedern ein destruktives Wertesystem, das bei den Mitgliedern die moralischen Skrupel der Anwendungen dieser technischen Entwicklungen auf die Bevölkerung beseitigen soll? Dem kann man zustimmen, was Sie da sagen. Es gibt ja sehr wenig darüber. Es gibt aber eine amerikanische Journalistin, die Alexandra Robbins, die angeblich mit 200 unter einem Pseudonamen Bonesman gesprochen hat. Und es gibt ja auch eine Liste, bis in die 80er Jahre WERM-Mitglied ist. Und da finden Sie tatsächlich die Spitzen der amerikanischen Gesellschaft, die Finanzspitzen, die politischen Spitzen, die Bankdirektoren, die CIA-Chefs, aber auch die Militärchefs. Hier gibt es eine Gruppe, die eindeutig die Macht hat und die auch eine skrupellose Macht hat. Das kann man insofern sagen, dass sie auch dazu erzogen werden, weil es gibt eine Art Satzung, in der ganz eindeutig steht, es geht um die Macht und es geht hier nicht um irgendwelche Bedenkenträger. Die Frage ist natürlich, wie das mit der sozialen Schichtung ist. Peter Bär zum Beispiel aus Erfurt hat auch geschrieben, dass in solchen Clubs auch wie Rotary Arbeiterkinder ja praktisch nicht reinkommen, aber dafür die Kinder von Zahnärzten, schreibt er. Nein, das stimmt einfach nicht. Ich bin selber Rotarier und ich kann nur sagen, wir haben ganz wunderbare Mitglieder. Der eine Vater ist Arbeiter, der andere Vater ist Friseur. Kinder, die sich aus eigener Kraft wirklich zu sehr wunderbaren Mitgliedern unserer Gesellschaft, ja, ich sage jetzt mal empor in Anführung, gearbeitet haben, als Ärzte, als wirklich Juristen. Und wir sehr froh sind, dass wir sie bei uns haben. Dann reden wir noch über ein anderes Kapitel, was in Ihrem Buch ganz vorne steht. Es gibt ja viele wissenschaftliche Geheimnisse sozusagen. Und es wird ja jetzt nicht nur von Däniken und anderen immer wieder gesagt, das ist irgendwas noch vor der Menschheit gewesen oder die Menschen sind inspiriert worden von anderswo. Jetzt haben Sie ein Kapitel über verlorenes Wissen. Und da erfahre ich zum Beispiel von einer über 4000 Jahren alten Stadt, die unglaublich modern war in vieler Hinsicht, wo dann vieles, was es da schon gab, später über Jahrtausende praktisch vergessen war und ähnliche Beispiele. Ja, das finde ich persönlich ganz, ganz faszinierend. Wie gesagt, in den vielen Jahren, die ich mich mit archäologischen Ausgrabungen beschäftige und auf denen ich auch auf den Ausgrabungen bin, es ist eins der wirklich spannendsten Grabungen schon seit den 20er Jahren, das am Indus in Pakistan, eine versunkene Stadt, Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro hatte vor 4500 Jahren schon ein Wissen, das wir wirklich bis vor 100 Jahren noch nicht hatten. Als Beispiel sei genannt, sie haben wirklich Badezimmer mit nach außen fließenden Abflüssen. Diese Abflüsse gehen in dichten Röhren einen Meter unter die Erde, wo wiederum ein Röhrensystem ist und dieses Schmutz, dieses Brauchwasser dann jenseits der Wasserscheide in den Indus leitet. Dieses Wissen hatten wir in Hamburg bis 1900 noch nicht. Einer der Gründe für die große Cholera-Epidemie, die wir hatten in Hamburg, wurde alles in die Flete geleitet und von dort auch das Trinkwasser genommen. In Mohenjo-Daro hatte man 2500 vor Christus, hatte man in Mohenjo-Daro schon Rundbrunnen, die bis 30 Meter tief, keiner weiß, wie sie das geschafft haben, in die Erde, aus denen man das Frischwasser hatte, das Brauchwasser, wie gerade erzählt, über die Wasserscheide hinweg in den Indus. Woher hatten sie dieses Wissen? Es gibt andere Beispiele, der berühmte antike Computer, der 80 vor Christus versank in der Nähe von Kreta. Aber ein mechanischer Computer. Ein mechanischer Computer, der aber
alles kann, was man erst im Beginn der Neuzeit in Europa überhaupt entdeckt hatte. Ich will jetzt die technischen Begriffe nicht aufzählen, aber es ist absolut unglaublich, woher dieses Wissen kam. Oder als drittes und letztes Beispiel, wer schon mal auf Samos war von unseren Hörern hier, der weiß, dass da Polykrates lebte und das ist am Hafen, das liegt also am Meer. Und dahinter ist ein Berg, Gebirgzug, und dahinter liegt eine Quelle. Und man hat durch diesen Berg kilometerweit in die Stadt Samos hinein, damit man immer frisches Trinkwasser auch bei einer Belagerung hatte, hat man einen Tunnel gebohrt, mehrere Kilometer von beiden Seiten gleichzeitig. Und wohl gemerkt, auch das ist ja jetzt 2500 Jahre her, man hat von beiden Seiten gleichzeitig den Tunnel gebohrt und sich genau in der Mitte getroffen, mit dem richtigen Gefälle, dass das Quellwasser in Samos ankam. Diese Genauigkeit haben wir beim England-Frankreich-Tunnel nicht erreichen können. Hm. Und jetzt fragt man sich, ja, woher kommt denn dieses Wissen? Und da, wenn man ins Internet geht und sieht diese Millionen Klicks, wenn sie eingeben, Menschheit vor der Menschheit. Also vielleicht Noahs Erben. Wir haben ja im Gilgamesch-Epos oder in der Bibel, wo wir von der Sintflut ja immer hören, dass aus welchen Gründen auch immer, sagen wir mal, Gott strafte, oder sprechen wir ganz einfach mal von einer Naturkatastrophe, dass nur eine Handvoll Menschen und Tiere überlebt hat. Mhm. Das hört sich, und dieses Wissen sich eben in Noahs Erben, um es mal so zu formulieren, erhalten hat, die diese für uns absolut nicht erklärbaren Dinge damals schon schaffen konnten. Das Spannende daran ist, dass National Geographic vor ein paar Jahren eine Untersuchung gemacht hat, eine Genuntersuchung, wo herauskam, dass tatsächlich die gesamte Erdbevölkerung zusammengeschrumpft war auf 2000 Individuen. Eine Grippewelle und es gäbe uns nicht. Herr Hesse, wir sollten vielleicht einige Sachen mal ein bisschen differenzieren. Wir haben die ganze Zeit von Geheimbünden gesprochen, von Verschwörungen. Es gibt aber auch noch den Begriff Sekte, meistens angewandt auf kleinere Religionsgemeinschaften, was schon nicht so ganz fair den kleineren gegenüber ist, denn die großen bezeichnen man natürlich nicht als Sekte. Wie ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen einer Sekte und einer Geheimgesellschaft? Ja, die Sekte verfolgt vielleicht nicht das Ziel einer Weltverschwörung, sondern die Ideale sind ganz andere. Bei einer Sekte wird häufig jemandem gehuldigt. Da gibt es einen Vorsteher, der sich berufen fühlt, die Weisheit zu haben. Das ist das Typische bei einer Sekte und unterscheidet sich von dem Geheimbund. Gut, da haben wir natürlich auch die Unfehlbarkeit des Papstes im Katholizismus. Ja. Aber ich denke, man kann vor allen Dingen sagen, der Unterschied von Sekten zu einem Geheimbund wie Freimaurer oder auch zu einem Serviceclub wie Rotary oder Lions, der ist einfach da, dass die Beschneidung der Meinungs- und Bewegungsfreiheiten, die Gehirnwäsche, die passiert, der bedingungslose Gehorsam, auch die wirtschaftliche Ausbeutung des Einzelnen, das dann zu einem Konflikt zwischen dem abhängigen Mitglied und den Angehörigen führt, und natürlich die gewaltigen Hürden bei einem gewollten Ausstieg, das ist für mich das, was so typisch ist für eine Sekte. Wir sprechen den fragenden Autor heute mit Gisela Greichen und Alexander Hesse zu ihrem Buch Geheimbünde, Untertitel Freimaurer und Illuminaten, Opus Dei und Schwarze Hand, erschienen bei Rowohlt, Preis 1995. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Corneli Wirth aus Freigericht, Dolores Schmidt aus Nonnweiler und Walter Dickomey aus Neunkirchen. Noch ein Anruf bitte. Ich bin nicht der Meinung, wie der Autor, dass die Protokolle von Zion, der Weisen von Zion, eine Fälschung sind. Denn vieles, was da drin steht, ist bereits Realität geworden und in der politischen Szene eingetroffen. Ja, was sagen Sie dazu, Herr Hesse? Ja, also da muss ich sehr heftig widersprechen. Also 1933 hat sich schon ein Schweizer Gericht mit der Echtheit der Protokolle befasst und hat dort klar herausstellen können, dass es sich tatsächlich um reine Fiktion handelt. Man kann es auch im Übrigen nachprüfen, wenn man eben diese Totengespräche sich vornimmt, dann wird man sehen, dass das 1:1 abgeschrieben ist. Also das ist nochmal 10% dazugefügt. Aber das ist erwiesen. Das können wir nachweisen. Die Verschwörungstheorien sind ja
eigentlich deswegen immer so interessant, weil sie sich jeder Nachprüfbarkeit entziehen. Hier haben wir aber einen anderen Fall. Hier können wir sagen, die Protokolle, ne, das klingt so, ein Protokoll wurde erstellt, ne, also alle 100 Jahre sollen sich angeblich eine Elite der Juden auf dem Prager Friedhof treffen und sich dort austauschen, wie sie die Weltherrschaft erlangen wollen. Das ist wirklich, um es mal ganz deutlich zu sagen, Humbug. Hören wir gleich noch einen Anruf. Ich hätte eine Frage, woher eigentlich diese Verdächtigungen stammen, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat? Darüber wurde nicht so genau gesprochen. Ja, zu der Mondlandung, also woher stammen die Verdächtigungen? Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat die NASA nie genau offengelegt und hat sich nie zu diesen ganzen Thesen der Verschwörungstheoretiker geäußert. Das hätten sie vielleicht mal machen können. Vorhin habe ich auch schon mal erwähnt, dass also hunderte Kisten von Ton- und Filmmaterial der Mondlandung verschollen sind. Das ist natürlich, gibt auch einen großen Anlass zu der Spekulation. Und grundsätzlich kann man sagen, also die Sowjetunion war halt unheimlich den Amerikanern voraus in den 50er und 60er Jahren, was die Weltraumforschung betrifft, so dass die Amerikaner sehr, sehr in einen Druck gekommen sind. Kennedy hat ja 1961 gesagt, dass bis zum Ende der 60er Jahre würden sie als Erster auf dem Mond sein. Und damit war das Wettrennen eröffnet und es war ein ungeheures Prestigeduell im Kalten Krieg. Naja, und dann ging alles ganz schnell, nachdem die Sowjetunion wirklich also einen Erfolg nach dem nächsten gelandet hatten. Und dieses unheimlich teure Apollo-Programm der Amerikaner hat dann erstmal einige Menschenleben gefordert, der Astronauten. Und naja, und auf der Zielgeraden waren sie dann wirklich sehr schnell und sehr erfolgreich. Und alleine das gab schon großen Anlass zu Spekulationen. Also ich muss sagen, wir reden jetzt hier noch gar nicht von den ganzen Fotos und Filmen und so weiter. Also ich bin auch sehr skeptisch. Also ich bin immer sehr vorsichtig, den Begriff Verschwörungstheorie zu gebrauchen. Ich halte den schon fast für ein Totschlagsargument. Aber in dem Fall, erstens gab es damals die technischen Möglichkeiten noch nicht so gut wie heute. Also die technischen Möglichkeiten auch der Manipulation von Bildern zum Beispiel. Und zweitens, eine Verschwörung ist immer gut, wenn 10 Leute dran beteiligt sind. Das kann man nämlich geheim halten. Da kann man dann vielleicht noch 3 zum Schweigen bringen, auf welche Art auch immer. Aber in diesem Fall waren wirklich viele, viele tausend Menschen an dem Projekt beteiligt und da hätte wahrscheinlich jemand Mund aufgemacht. Ja, man spricht von 400.000 Leuten, die insgesamt an dieser Technologie beteiligt waren. Dennoch hat Bill Kaysing, ne, in den 70er Jahren dieses Buch vorgelegt, We Never Went to the Moon. Und hat da also unheimlich viele Indizien gesammelt. Und da er jetzt kein Esoteriker ist, sondern der war Leiter der Dokumentation eines NASA-Zulieferers, wurde ihm auch von vornherein ein gewisser Glauben geschenkt, so nach dem Motto, naja, der muss es ja wissen, er war ja beteiligt. Mhm. Ne? Und da fing eigentlich dann diese ganze spannende Indizienkette an. Und ob es jetzt stattfand oder nicht, es ist unheimlich spannend, sich damit zu beschäftigen, das kann man sagen. Hören wir noch einen Anruf. Gibt es nachweisbar diese totale Vernetzung der alten Kameraden international? Ja, Vernetzungen von alten Kameraden hat es mit Sicherheit gegeben. Die gab es beim BND, die gab es in vielen anderen Organisationen, in der Stasi mit Sicherheit auch. Möchten Sie nichts zu sagen? Gut, dann gehen wir gleich zur nächsten Frage über. Wenn ich der Sendung wie immer interessiert zuhöre, dann gewinne ich den Eindruck, dass wir unter einer Käseglocke leben, die den Namen Demokratie hat, aber unter der Glocke ganz andere Typen die großen Räder drehen. Kann sich dieser Eindruck bewahrheiten oder sind die Autoren anderer Meinung? Ich bin absolut Ihrer Meinung. Und wer sind dann Ihrer Meinung nach die Leute, die an den großen Rädern drehen? Denn das ist ja die spannende Frage. Ja, aber wir haben es ja gerade schon gesagt, das sind die Bonesmen, das sind die CIA-Leute, das sind Leute wie die Bilderberger. Wir haben eben Vereinigungen, die wirklich das große Rad drehen. Es gibt ja die neue Verschwörungstheorie mit der Ukraine und dem CIA. Bonesman Kerry war ja auch schon gerade dort. Da hat man manchmal wirklich das Gefühl mit der Käseglocke. Und haben Sie denn das Gefühl, Sie sagten auch gerade das Wort Verschwörungstheorie, sind Sie so sicher, dass es eine Theorie ist? Denn es könnte ja so durchaus sein, es ist sogar in gewisser Weise wahrscheinlich, dass die CIA da heftig mitgemischt hat. Sie meinen jetzt in der Ukraine? Ja. Fragen Sie jemand anderen. Dann frage ich Sie noch was, wo Sie im Buch lange sich zu geäußert haben. Eine Gruppe, die ich auch nicht wirklich kannte, die Rosenkreuzler. Was ist das? Die Rosenkreuzer ist eine Gruppe von einem Christian Rosenkreuz gegründet. Man bringt sie in ein großer Konflikt zu den
dem Illuminaten. Die Illuminaten waren ja eher die Kopfgesteuerten, denen man ja auch zutraute, dass sie, oder immer noch heute gibt es da auch wiederum die Verschwörungstheorie, dass die ja die Französische Revolution angezettelt haben. Die Illuminaten kennen wir ja auch von Dan Brown und seinem Buch. Die Illuminaten selber, um das ganz deutlich zu sagen, gab es nur 10 Jahre überhaupt. Aber immerhin, auch Goethe war in dieser Zeit Mitglied und viele Freimaurer waren auch Mitglied. Knigge war auf Illuminat. Die Rosenkreuzer waren im Gegensatz dazu mehr auf dieses Esoterische, Alchemistische. Sie versuchten, Gold zu machen. Und man sagt ja, dass viele der großen, der Geistesgrößen in den Keller gingen, wo sie dann heimlich ihre Goldalchemie betrieben. Selbst Newton, habe ich in ihrem Buch gelernt. Ne? Typisches Beispiel, Newton, den wir ja eigentlich als die Geistesgröße, der auch Mathematik und so weiter kennen, soll also Rosenkreuzer gewesen sein. Auf jeden Fall gibt es Veröffentlichungen von ihm, die man auch in der Universitätsbibliothek bei ihm noch feststellen kann, dass er wirklich Versuche auch gemacht hat, Stichwort Gold zu machen. Sie haben jetzt schon viele Bücher veröffentlicht und dieses Buch ist auch wie alle Ihre Bücher gut zu lesen, zum Teil sehr spannend. Und trotzdem haben Sie mir erzählt, dass die Reaktionen diesmal ziemlich heftig ausgefallen sind. Da würde ich mal gern was drüber hören, weil das ein bisschen was auch zeigt über unser Thema. Ich bin also völlig überrascht. Im Internet, da ist ja zum Teil wirklich ein Shitstorm. Es ist ganz spannend, dass dieses Buch, wie ich es noch nie erlebt habe, Reaktionen hervorruft. Einerseits sehr positiv, begeistert, dass man doch ein bisschen mehr über die Hintergründe erfährt. Andererseits, was ich nie erwartet hätte, in einem Maße immer wieder dieselbe Überschrift: Lest dieses Buch nicht, kauft euch dieses Buch nicht. Aus welcher Hecke kommt denn die Kritik aus? Ja, wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht. Es ist unter der Gürtellinie, was da zum Teil mit fast demselben Wortlaut auch. Also man sagt Ihnen nicht etwa konkret, Sie beleidigen hier die Freimaurer oder ich weiß nicht wen oder Opus Dei. Nein, es ist einfach eine totale Ablehnung dieses Buches. Es ist nichts Neues, lest es nicht, kauft es nicht. Und ihr seid ja alles selber, kommen Ausdrücke, die ich hier nicht wiederholen möchte, die ich nie Herr im Leben erwartet habe. Ist das so eine Art Tabu, Herr Hesse? Naja, ich habe den Eindruck, als ich mir diese ganzen Kommentare da angeguckt habe, da wird einem wirklich heiß und kalt, das muss man sagen, dass das aus der Ecke kommt, der Hardliner der Verschwörungstheorien. Ja, das glaube ich auch. Das ist, also es ist ja bei dieser Gruppe so, wer an den Erklärungen zweifelt, die Verschwörungstheoretiker vorlegen, der gilt schon entweder als getäuscht, erpresst oder gar als Mitwisser. Mhm. So kam ich mir davor. Meine Damen und Herren, das war heute Morgen in Fragen an den Autor Gisela Greichen und Alexander Hesse zu ihrem Buch Geheimbünde, Freimaurer und Illuminaten, Opus Dei und Schwarze Hand, erschienen bei Rowohlt, Preis 19,95. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann herunterladen und nochmal anhören und speichern. Und falls die Diskussion heftig werden sollte, haben Sie auch dazu Gelegenheit, nämlich in unserem Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Da können Sie sich mit Ihrer Meinung, Ihrem Kommentar zur Sendung einstellen. Wir haben auch sehr viele Mails jetzt gehabt, die ich jetzt nicht in die Sendung bringen konnte. Dort haben Sie noch mal eine Gelegenheit. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, habe ich neu eingestellt, wieder passend zur aktuellen EU-Bio-Diskussion, eine Sendung vom letzten Jahr, Georg Schweißfurth, bewusst anders, Erfahrungen eines Öko-Pioniers. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Am nächsten Sonntag haben wir ein sehr spannendes Religionsthema. Es kommt Professor Friedrich Wilhelm Graf. Sein Buch heißt Götter global, wie die Welt zum Supermarkt der Religionen wird. Ich meine, wir erleben ja Morde aus religiösen Gründen, Kopftuchstreit, Karikaturenstreit. Der Glaube ist politisch wieder bedeutsam geworden. Und die Frage ist halt wirklich, wie lässt sich ein friedvoll, entspanntes Zusammenleben von Menschen mit verschiedenem Glauben erreichen? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass die Welt zu einem Supermarkt der Religionen wird? Und wie weit lässt sich Religion, schwieriges Wort in dem Zusammenhang, zivilisieren? Das am kommenden Sonntag, Götter global. Einen schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.